Was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zurück hier zu einem weiteren wunderbaren Video auf diesem wunderschönen Kanal, wo nur wunderschöne Menschen zu sehen, Freunde. Ich freue mich sehr. Wir haben von den Mavi-Jungs einen neuen Song. Ich weiß nicht, was das gerade war, aber ich freue mich sehr, wir haben auf den Mavi-Jungs einen neuen Song, ein Feature mit Empty. Der, ach Bro, die haben mir das sehr oft erklärt. Also ich glaube, der wohnt in der Schweiz, rappt aber auf Französisch, weil man in der Schweiz auch teilweise Französisch spricht. Glaube ich, habe ich es richtig? Ich glaube schon, ja. Ich habe den Song zum Teil schon gehört, weil ich bei den Musikvideodreh halt dabei war, wo sie ihren Part gedreht haben. Aber den Part von Empty habe ich, glaube ich, noch nicht komplett gehört. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich war vielleicht an der einen oder anderen Stelle ein wenig angetrunken. Aber wer weiß das schon, ja? Wir hören rein, ich bin sehr gespannt, weil das, was ich gesehen und gehört habe, hat mir sehr gefallen. Und ich bin jetzt auch sehr gespannt, das erste Mal das komplette Musikvideo zu sehen mit den Szenen, die wir gedreht haben. Lasst auf jeden Fall ein bisschen Liebe da. Der Song ist ganz, ganz frisch gerade rausgekommen. Der ist auf dem Channel von Empty. Geht da bitte rauf und schreibt irgendwas raus. BBM ist die Gang. Schreibt irgendwas da. Lasst ein bisschen Liebe da, das würde mich sehr freuen. Und ich glaube, die Jungs in Empty auch. Deswegen Link zum Musikvideo ganz oben in der Beschreibung, Freunde. Klickt drauf, lasst Liebe da. Und jetzt hören wir rein bei... Ich versuche es auszusprechen. Lorne DC. Ich weiß es nicht genau. Digga, heftige Aufnahmen. Heftige Aufnahmen, Mann. Ah, die kenne ich doch. Hey. Zulu. Sieht krass aus. Ah, okay, doch, ich hab den Song schon gehört. Mir fällt's gerade an, ich hab den Song schon gehört. Das tut mir leid. Hab den Song schon gehört, den haben wir im Auto gehört. Digga, das Musikvideo ist krass. Ey, diese Szenen von Empty sehen heftig aus. Sehen sehr, sehr heftig aus. Ich habe keine Ahnung, was hier steht, Mann. Ich hatte zwei Jahre Spanisch und wüsste nicht mal, wenn hier was auf Spanisch stehen würde, irgendwas. Aber ich finde seine Stimme sehr angenehm. Ich finde die Stimme von Empty sehr, sehr angenehm. Starkes Musikvideo. Es ist halt in diesem Song Französisch, Türkisch und ich weiß nicht, ob auch noch Deutsch drin ist. Aber auf jeden Fall Französisch und Türkisch ist drin, was schon krass ist. Ich finde, die Stimmen ergänzen sich gut. Jetzt nicht nur von Zillow und Ali, sondern auch von Empty. Die passen gut zusammen. Die sind alle so sehr angenehm einfach. Digga, auch diese Aufnahmen, das sind neue Aufnahmen. Die haben sie gedreht, als ich nicht mehr dabei war. Weil der Dreh war sehr struggelig und wir haben nicht 100% gute Aufnahmen hinbekommen. Deswegen sind die in ein paar Tagen, nachdem ich weg war, nochmal los und haben neu gedreht. Die sehen echt fett aus, Mann. Wir haben nämlich, als ich da war, die ganze Zeit versucht, so ein scheiß Dach zu finden mit so einer... irgendeiner Skyline, mit irgendeiner View. Wir haben versucht, ein Parkhaus zu finden. Wir sind nach Frankfurt gefahren, nach Offenbach gefahren, mitten in der Nacht, um nur Parkhäuser zu finden. Sind in drei Stück reingefahren. Alle waren irgendwie zu, dass man nicht hoch konnte. Aber es hat noch geklappt. Sieht sehr, sehr fett aus, diese Aufnahme, finde ich. Auch das sieht nice aus. Ich finde den Part von Ali so nice, ne? Ich finde den Part so nice, Mann. Nice, Mann.
Sehr, sehr nice. Der Part von Empty war echt sehr, sehr kurz, meine. Der Part von Empty war sehr short, aber ich fand's stimmig. Ich fand's stimmig, so wie es ist. Ist natürlich ein bisschen was Softeres, so, ja. Ich weiß, viele von euch und ich auch fühlen dieses Aggressive sehr auf Instagram. Geht auf die Seite von Mavi auf Instagram. Ich werde es auch in die Beschreibung packen. Da ist ein Instagram-Freestyle draußen, wo ich im Auto sitze hinten, ja. Und das ist was Aggressives, Mann. Wenn ihr was Aggressiveres haben wollt, was in die Fresse haben wollt, schaut euch das an, ich werde es verlinken. Das war echt nice, Mann. Da habt ihr so, also ich finde, die können beides. Ich fühle das Aggressivere ein bisschen mehr, muss ich sagen, ja. Aber das war stimmig. Das fand ich stimmig. Ich hätte mir von MT einen längeren Part gewünscht. Oder das, ich weiß nicht, ob er jetzt nochmal kommt. Aber ich hätte mir ein bisschen mehr von ihm noch gewünscht. Aber es ist schon das Outro, richtig? Ja. Ich hätte ihm am Ende nochmal was von MT gewünscht. Weil sein Part war im Vergleich am Anfang ein bisschen zu kurz. Aber ansonsten, ich bin zufrieden, Mann. Wie gesagt, ich kannte den Song schon. Ich wusste nicht genau, ob ich den schon ganz gehört habe, aber habe ich. Und ich finde den türkischen Part finde ich mit am besten. Den türkischen Part finde ich am besten. Der kommt am besten rüber, finde ich. Bringt am meisten Feeling. Das Video ist krass geworden. Gerade auch das von Empty bei dieser Klippe sah fett aus. Und wie gesagt, ey, ich stehe zu 100% hinter den Jungs und hinter der Musik. Ich fühle das sehr, was sie machen. Und freue mich auf mehr, Freunde. Es wird auf jeden Fall mehr kommen, ja. Seid gespannt. Und checkt auf jeden Fall die Instagram-Sachen ab, Mann. Die sind hörend und sehenswert, weil ich zu sehen bin. Die sind aber echt sehenswert, die sind sehr, sehr fett. Also checkt für ein bisschen was Aggressiveres gerne auf Instagram vorbei. Aber ansonsten, ich finde, sie haben auch hier bewiesen, dass man das gut kombinieren kann, Mann. Man kann was Aggressives in die Fresse machen, man kann aber auch sowas machen und es funktioniert meiner Meinung nach, ja. Die sind halt beide sehr, sehr musikalisch unterwegs. Sehr musikalisch. Ich bin zufrieden, Freunde. Lasst mir eure Meinung wirklich mal zu diesem Song ehrlich, 100% ungefiltert in die Kommentare da. Checkt das originale Video bei Empty auf dem Channel ab. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns bei einem weiteren wunderbaren Video. Bis dann, bleibt fresh, so wie immer natürlich. Und ciao.